Und nun zu der sagenhaften Geschichte der singenden Großfamilie aus Irland. Einst haben sie als Straßenmusiker begonnen und dann sind sie weltberühmt geworden. Zwei der insgesamt 12 sind heute natürlich erwachsen, klar, aber bei uns zu Gast bei mir in der Sendung. Und sie erzählen von ihrem Comeback. Die Kelly Family 1989. Die Musiker mit den besonderen Outfits landen einen riesigen Erfolg. So um 2005 kann man sagen, trennen sie sich. Patricia Kelly 25 Jahre später. Sie hat ihr Image verändert und stellt ihr Buch vor über das Leben in der Kelly Family. Auch Kathy Kelly erfindet sich nach der Auflösung der Kelly Family neu und wandelt auf Solopfaden, geht in Richtung Flamenco und Gospel. Und jetzt feiern die beiden Frauen mit 4 weiteren Geschwistern, hier sehen wir es, ihr Comeback als Kelly Family. Herzlich willkommen, Kathy, Patricia, bei uns in der Landesschau. Hallo. Danke. Ihr habt schon angefangen zu gickeln und zu gockeln, als ihr das gesehen habt gerade eben. Was war da so lustig? Ja, wir sind so lustig irgendwie. Keine Ahnung, wir sind ein bisschen crazy, ne? Wir haben immer so verschiedene Facetten. Das ist interessant. Ja. Wie sind eure Gefühle, wenn ihr euch die Bilder auch von damals anguckt? Jetzt ganz ehrlich, ich weiß, es ist zwar zopfig, aber die Klamotte und das Outfit. Was denkt ihr darüber, wenn ihr das heute seht? Also, Chaos. Es war Chaos, aber lustig. Also, ich habe dann eine Weile die Klamotten nicht antragen können. Ja. Die erste Mal, wo ich das wieder getragen war, in 2009 oder 2010. Und da haben wir gedacht, ich gehe mal wieder in eine Rolle rein. Ist okay. Aber wir haben, ich kann aber immer raus. Wir haben gesehen in der aktuellen Version, wir schauen uns auch noch ist das schön, Video an. Schöne Mischung. Seht ihr aus, wie ihr heute aussieht und seid, sage ich mal, jetzt nicht verkleidet, um euch wiedererkennbar zu machen? Das haben die top gemacht, die Stylisten. Also ein bisschen Nostalgie, aber trotzdem sehr cool. Sehr und modern und aktuell. Also wir sind zufrieden damit. Absolut. Schön. Es gibt eine besondere Beziehung auch zu Stuttgart. Ja. Da kommt die Landesschau her jeden Tag für Baden-Württemberg. Absolut. Da hat etwas angefangen. Was war das damals? Stuttgart war der erste Stadt, wo wir geblieben sind in Deutschland. Wir kamen aus Spanien, dann sind wir nach Rom, Wien und in Stuttgart sind wir hängen geblieben und waren sehr lange hier. 3 von den Kellys haben in John Cranko Schule ein Jahr studiert. Ballett. Ja, bei den John Cranko. Wir hatten alle Ballett gehabt. Genau, ich war dort. Und wir haben alle erste CDs auch hier produziert bei Stickel und haben 2 Covers, unsere ersten 2 Covers bei Polydor, die rauskamen. Also wir haben eine lange Geschichte und wir dürften die Straßen hier singen, weil wir ein ständiges Genehmigung hatten. Und Kathy, ich habe mein erstes Kuss in Stuttgart bekommen. Den ersten Kuss in Stuttgart? Von einem Schwaben oder? Nein. Der war halb Libanese, halb Deutsche. Genau, ein Mischling. War das. Es war offensichtlich so beeindruckend, dass es in Erinnerung geblieben ist, sag ich mal. So, wir müssen natürlich fragen, bei so vielen, die zu eurer Familie gehören, insgesamt sind es natürlich mittlerweile ganz, ganz viele. Ja. Es kommen Kinder dazu, es kommen Ehepartner dazu. Aber die vielen, die jetzt auch mitmachen, wer gab den Impuls, dass es wieder losging nach so vielen Jahren? Man hat gemerkt in den letzten 6, 7 Jahren, dass alle Lust hatten dafür. Mhm. Und aber es war nie richtig, es hat niemals gereicht. Und der Angelo hat gesagt, ich packe das jetzt mit Koordination, hat uns alle überzeugt. Und wir waren alle ziemlich bereit dafür. Mhm. Und wir haben super Teams hinter uns, Rechtsanwälte. Und der Team stimmt auch im Hintergrund, genau, sag mal so. Das ist eine Riesensache. Und also ich denke einfach, dass das Moment einfach richtig war. Es gab ja immer welche, die wollten, andere wollten nicht. Und dann auf einmal haben wir festgestellt, die Mehrheit möchte. Mhm. Und dann haben wir überlegt, sollen wir jetzt noch mal 5 Jahre, 10 Jahre warten, bis alle dabei sind? Nein, wir starten jetzt durch. Und da sind wir ganz froh, weil man merkt das auch in den Reaktionen, dass es der richtige Moment war. Man kann auch nicht für immer warten, weil vielleicht ist dann noch was anderes, was dazwischen kommt. Und es ist natürlich für euch ein großer Glücksfall, weil man hätte es ja nicht unbedingt erahnen können. Es gab die Ankündigung im letzten Jahr und mit einem Schnippen waren zuerst einmal, dann habt ihr Zusatztermine gemacht, die Dortmunder Westfalenhalle ausverkauft. Genau. Das macht auch nicht jeder auf Anhieb. Und ich glaube, es gibt schon große Begehrlichkeiten bezüglich der Tour im nächsten Jahr. Absolut. Bevor wir darüber sprechen, gucken wir aber erst einmal drauf, wie die Kelly Family, es sind ja nicht alle dabei, aber doch viele, im Jahr 2017 aussieht, wenn sie zusammen singen. Bitteschön. Na 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 na
Kathy und Patricia Kelly sind heute bei uns. Ihr wippt mit, das ist klar. Aber bei uns hat der Effekt auch stattgefunden, als wir das in der Probe mal angespielt haben. Also den Song kennen wir ja. Aber es gibt auch ein paar neue, ne? Gibt's? Ja. Fünf neue. Fünf neue Lieder, genau. Auch Barbie hat ein paar gesungen. Sie hat seit Jahren nicht mehr gesungen. Johnny ist auch dabei. Seit 17 Jahren. Johnny ist zum ersten Mal seit 17 Jahren dabei. Das ist wirklich ein Wunder. Da frage ich mit euch beiden natürlich jetzt die Falschen, aber gibt es jemand in der Familie, der doch vielleicht sich vorher mal räuspern muss oder ein kleines Gesangstraining machen muss, bevor er wieder auf die Stage geht? Ja, also mittlerweile schon. Als wir jung waren, nicht. Aber wir machen alle Gesangsübungen jetzt. Ja. Also ich mache das sowieso. Ich auch, regelmäßig. Also ich habe Coachings regelmäßig. Wir sind aber alle, all die letzten Jahre sind wir ja alle noch aktiv geblieben im Solo-Bereich. Also die meisten Kellys sind wirklich sehr, sehr aktiv in ganz Europa. Also ich persönlich gebe über 60 Konzerte im Jahr, die Kathy noch mehr. Und die Stimme ist ja wie ein Chirurg. Das muss ja immer, das ist ein Muskel, ne? Das muss man ja immer trainieren. Wenn man das nicht trainiert, dann ist es irgendwann mal, schläft das ein. Und deswegen, wir sind alle Live-Künstler und das ist für uns jetzt nicht von 0 auf 100 oder so, gar nicht. Weil ihr sagt, dass man die Stimme trainieren muss und dass die immer da ist. Wie ist das mit dem Familienleben? Du hast es angesprochen, ihr seid alle in alle Herrenländer unterwegs. Ja. Jetzt kommt ihr wieder zusammen für dieses Riesenprojekt, eine Tour zu machen nächstes Jahr. Ja. Genau, das war eine der großen Probleme, der große Punkte. Also das, wir haben schon, also es ist jetzt fast 2 Jahre, dass wir wirklich das planen, weil alle unter einen Hut zu bekommen, das war nicht einfach. Und viele von uns haben ihre Terminkalender quasi ein bisschen umändern müssen, um damit es möglich zu machen. Aber was war die Frage nochmal? Ob es, sage ich mal, in der Familienbande so einfach ging, dass ihr euch zusammenrauft, um wieder gemeinsam zu tun. Deswegen ist das ein langer Prozess. Du musst erst mal gucken, sind die alle willig? Verstehst du die mit jemandem? Da gibt es erst dann viel Kommunikation über Jahre. Ja. Also sowas kommt nicht auf heute auf morgen, sondern du machst das nur, wenn du merkst, jetzt kann das gehen. Ja? Genau. Also plus du musst einfach unglaublich viele Leute um dich haben. Viel Logistik. Die dich einfach zulassen. Wir haben einfach gemerkt, ich merke in dieser Promo-Woche, die Konstellationen sind anders und das funktioniert. Ne? Es ist irgendwie ein Prozess, der am Laufen ist, am Wachsen ist und der funktioniert super. Also. Kathy und Patricia Kelly, zwei von denen, die wieder auf Tour sind, ab dem kommenden Jahr, Anfang des kommenden Jahres im Januar auch im Südwesten bei uns. Vielen Dank für den Besuch heute bei uns. Dankeschön. Danke dir. Sehr sympathisch.